Hallo Leute, euer Markus hier und Freitag ist es, also gibt es wieder eine Event Rotation und ja, diese Woche leider das langweiligste Event bei TapTap Heroes. Ich habe hier erstmal hier durchklicken, so was haben wir denn hier? Mars, 100 Euro ist überhaupt nicht wert. Dann gibt es wieder eine Hühnerkarte, ja. Meiner Meinung nach braucht man das nicht. So, gucken wir mal. Glücksrad, ja, nichts Besonderes. Ihr wisst, Glücksrad immer wegen den Ressourcen durchspielen. Ihr sollt mindestens eine Runde schaffen. Und dann haben wir nochmal oder wieder geheime Schätze, Secret Treasure und wen haben wir? Für 8000 Egina. Und Leute, wenn ihr genügend Gems habt, holt euch Egina. Sie ist so, so gut. Ja, also diese Runde ist praktisch von der Reihenfolge her, solltet ihr nur ansatzweise die 8000 zusammenbekommen, definitiv Egina holen. Ansonsten, ihr wisst mittlerweile, solange die Guild Points nicht irgendwie oder die Skills praktisch, die man mit Guild Points sich holen kann, verbessert werden, die 5000er könnt ihr euch sparen und ansonsten wäre dann die Reihenfolge von oben sozusagen dann nach unten 500, 1000, 2000. Ja, die 3000 braucht ihr auch nicht unbedingt. Ja. Aber die 8000, wenn ihr die habt, holt sie euch. Taverne, das hat resettet vor 2 Tagen, habe ich mal alles geholt. Und hier Fusion hatte ich 2 Neuner. Denn da, T3 Phoenix ist jetzt da. Und ja, ich habe jetzt ja gerade 10 Moonstones bekommen. Und Leute, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich hole mir jetzt zweimal Phoenix. So sieht es nämlich aus. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ey, andere bekommen es gar nicht. Sie hatte jetzt letzte Runde schon eine Blood Medal. Und diesmal auch. Stört mich nicht, ja? Versteht mich nicht falsch. So. Zweiter Phoenix. So. Center. Es reicht nicht. Nicht ganz. Noch nicht ganz. Unglaublich. Wie lange habe ich jetzt gebraucht für den zweiten Phoenix und ressourcentechnisch reicht es immer noch nicht. Ich glaube. Oh. Nice, nice. Ich glaube jetzt über 2 Monate. War definitiv 1 Monat. Übrigens, ich habe hier, wie ihr sehen könnt, ein fast perfektes und bei den beiden wichtigsten Ressourcen definitiv ein perfektes, nämlich 100. 40 violette Seelen und 360k Gold. 140 violette Seelen. Ja, und wir schauen uns mal an. Also jetzt, falls ihr mich fragen solltet, war das jetzt klug? Nein. Ja, also Moonstones sind so selten und so teuer und braucht man so lange, um die zusammen sich zu holen, dass es durchaus sinnvoller ist, sich zum Beispiel beim Wunderbaum-Event da auf Horde zu gehen und dann eben auch versuchen, Helden zu konvertieren zu Phoenix oder zu Kurtulmak, weil eben Phoenix im Vergleich relativ wenig, also nicht so viel kostet wie wie zum Beispiel Skald im Moonshop und da macht es mehr Sinn, Skald sich sozusagen zu holen, weil
Skat sogar noch schwieriger zu bekommen ist. Ich hatte jetzt aber das letzte beiden Wunderbaum-Events, wo ich insgesamt 300, wenn nicht sogar 400 Pulls hatte, nicht einen Phoenix. Da hatte ich einen Phoenix. Ja. Also es war ein bisschen demotivierend. Und ich habe euch ja immer gesagt, ab einem gewissen Punkt, klar, das Spiel geht es darum, Geduld zu haben. Das stimmt auch. Aber ab einem gewissen Punkt muss man sich dann eben auch fragen, welchen Benefit, welche Vorteile habe ich dadurch, wenn ich jetzt an der Schwelle stehe und jetzt eben mir dann sozusagen das Update hole, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so sinnvoll ist an diesem Punkt auf den ersten Blick und erst auf den zweiten Blick, weil ich dadurch durch bei der Arena weiterkomme oder bei der Höhle der Geheimnisse oder so weiterkomme, macht es dann durchaus Sinn. Und ich werde jetzt das nächste Mal wahrscheinlich auf Egina gehen. Ich überlege noch, ob direkt, indem ich Untote pulle. Ich glaube aber nicht, weil ich ansonsten da nichts von brauche. Also bei Horde ist es ja immer so, dass man sowohl Phoenix als auch Kurtulmak, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Kurt gebrauchen kann. Bei den Untoten. Oh, ein zu viel. Bei den Untoten ist es eben nur Egina. Und es lohnt sich meiner Meinung nach nicht so. Ich werde dann wahrscheinlich wieder auf Himmel und Hölle gehen. Aber ja, schauen wir mal. So, und jetzt reicht es nämlich auch für die letzte Stufe. Und jetzt schauen wir mal, was wir alles so mit dem guten zweiten Phoenix machen können. So. Also das ist so. Mit eines der besten Teams für Unity Aura, wobei ich eher Freya präferiere. Auch wenn es ein bisschen. Also sagen wir mal so, wenn es Lucky ist, ist Freya besser. Das ist aber eine Geschmackssache, wenn ich jetzt sage, okay, ich behalte Monkey King, der auch vollkommen in Ordnung ist, als Tank vor allem, dann wäre jetzt hier nur noch, dass man Egina hat, sag ich mal. So, jetzt werde ich erstmal diesen Kampf hier machen und definitiv verlieren, weil, also es wäre ziemliches Glück, wenn Detlef stirbt. Ansonsten One-Hit hat er fast Skull, wie man gerade eben gesehen hat. Also, das werde ich definitiv verlieren. So, und jetzt werde ich mal noch nicht die Einstellung irgendwie großartig verändern, sondern erstmal nur das, 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 das und erstmal so. Schauen wir mal.
Okay. Witzig ist ja, dass diese Kampfkraft überhaupt nichts aussagt, ne? Okay, ich verliere viel zu schnell. Wodurch eigentlich? So, mal gucken. Also, ich habe keinen, der one-hittet. Logischerweise Detlef nicht. Also, ich habe eher so Richtung. Gruppe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt das Problem. Besser. Puh. Detlef überlebt halt so lange. Was ist denn, wenn ich jetzt so? Natürlich müsste ich jetzt noch Phoenix verbessern. So. Also Phoenix nicht verbessern, sondern nochmal umskillen, dass er auf Tank ist. Puh. Wie sieht's denn hier aus? Komme ich damit weiter? Auch nicht.
Ah. Dafür ist es auf jeden Fall schon mal gut. Hier aus. What? Okay. Jo. Also ein bisschen weiter bin ich gekommen mit Phoenix. Ich muss jetzt aber noch mal ein bisschen rumprobieren. Kann sein, dass natürlich das jetzt noch nicht ausreicht, damit es besser ist als die Unity Aura. Dass mir eben wirklich Aegina fehlt. Als Damage muss ich dann noch mal ein bisschen testen. Ja, aber das war's von mir. Also wie gesagt, Event durchspielen, wenn ihr genügend habt. Und ansonsten, wenn ihr über 8000 Gems habt, dann holt euch Aegina. Das lohnt sich auf jeden Fall. Super Charakter. Ja, sollte man definitiv haben. Kann ich nur empfehlen. Ja, das war's von mir und dann sehen wir uns im nächsten Video, euer Markus. Ciao.